Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Season 2 mit Classic Asus TV. Und in dieser Folge wollte ich das restliche Glas anbringen. Und in den nächsten Folgen werde ich mir den ganzen Stuff aus den anderen Truhen holen, aus der Arena. Und mal sehen, wie das wird. Dann ist ja die große Sommerpause, 2 Wochen lang, und da werden wir uns 2 Wochen lang auch nicht sehen. Ich werde in diesen 2 Wochen keine Videos hochstellen können, weil ich im Urlaub bin. Ich bin am Steinhuder Meer eine Woche und andere Woche auf Rügen. Und ja, da mache ich mir ein paar schöne Tage und wir warten jetzt immer noch auf das Glas. Was noch 14 Sand ist noch drinne und wir haben kein Eingabus. Ach, das haben wir im Inventar. Okay, da mache ich mir jetzt eine Schere. Geh zu den Schafen. Mal eher machen müssen. So, ich auch gleich. So, eine graue noch. Genau. Ja, zweimal. Kam gerade viel raus. So. Hier, passt mal rein. Was Lex, aber das stört uns nicht. Sonne geht unter, Mond geht auf. Wir gehen schlafen. Da freue ich mich schon drauf. Ab der nächsten Folge tue ich die Monster wieder auf einfach stellen. Noch 5. Und ich will es nur noch mal sagen, der Emeraldonair, der wird erst gestartet, wenn die Umfrage fertig ist. Zurzeit habe ich gar nicht mal drauf geguckt. Wo ich das letzte Mal drauf geguckt habe, da waren 14 Aufrufe allein auf dieses Video. Und da wollten 4 das haben. Und noch keiner. Nix. Nach dieser Aufnahme mache ich auch eine kleine Aufnahmepause von vielleicht einer Viertelstunde und da tue ich mal gucken, wie ich denn mit dem Glas hin. Also das geht genau auf. Dann 2x64. Eins nehme ich mir gleich runter. Das müsste eigentlich lang. So, einmal so. Schon verschenkt. Es ging genau auf. Irgendwie noch 6 übrig.
können wir dann für die anderen Etagen noch lassen. Gehen wir erstmal in die Truhe rein. Was haben wir noch hier? Erde, Sand, Aminosand, Platzverschwendung. So, das und was machen wir jetzt? Jetzt tun wir erstmal uns. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Aber kommen wir aber nicht wieder hoch. Also das heißt erstmal Holz. Holzform, das kriegen wir gut. Wir haben einen großen Wald, den können wir abholzen. Komplett. Haben wir aber lange Zeit. Aufpassen, dass mir kein Riesenbaum erwischen. Ich will Birke aufholen. Birkenholz kriegt man im Durchschnitt aber mehr aus einem Baum als mit Eiche. Trotzdem ist Eiche mehr vorhanden, deshalb kriegt man daraus mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gewusst habt. Mal eine interessante Kenntnis. Ich guck mal kurz auf meinen Thermometer. Ja, 30 Grad noch nicht erreicht, es hängt noch bei 29,4. Mehr, das nutzen wir gleich richtig mal aus, weil wir bauen hier ein kleines Dorf hin. In den nächsten Jahren. Ja, ich sag Jahren, weil dieses Let's Play ist wirklich endgültig. Das bedeutet, hier werde ich mich sehr lange drin aufhalten. Und ihr seht, ich habe weniger Birken als Buchen und ich habe gleich viel Holz. Ich will aber nur die Settings hier rein tun. So, wir formen einfach mal ein bisschen weiter. Wir haben ja noch ein wenig Zeit. Ja, ich habe gerade den Baumstumpf noch gesehen beim Vorbeigehen, den tue ich gleich mit abholzen. Einen mehr machen können. So. Und wie ihr schon bemerkt habt, ich mache pro Tag nur noch eine Aufnahme. Und die Aufnahme, die kann mal 10 Minuten dauern, die kann auch mal 40 Minuten dauern. Also wie ich gerade Lust und Laune habe. Eben eine pro Tag. Und ja, wir haben gleich Kühe, das ist schön. Ich mit beiden Händen. Ich
braucht Leder. Wenn ihr mitgezählt habt, wie viel Eichen und Birken ich geholzt habe, könnt ihr mir ja mal einen Vergleich geben. Wie wir da jeweils rausgekommen sind an Holz. Natürlich den Durchschnitt an den gleichen Bäumen ausfinden. Also, naja. Wer Lust dazu hat, kann es mal gerne ausprobieren. Das Eichenholz braucht man dann wahrscheinlich die zweite Etage. Tun wir dann ein wenig mit Eichenholz anzünden. Kurz meine 15-minütige Aufnahmepause und guck mal ganz kurz nach und tu auch das Weiß in die Kiste auffüllen, was wir dann wieder anpflanzen können. So. Ich mach mal wieder rein. So, in der Mitte des Fensters. Und dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns gleich wieder. Was heißt gleich? Wir sehen uns morgen wieder. In einer neuen Aufnahme. Das wird eine kleine Aufnahme sein, wie ich gerade aufgenommen habe. Aber also, wir sehen uns dann am Freitag, den zweiten wieder, und es müsste morgen sein. Das heißt, der letzte Aufnahmetag, und da werden wir noch ein bisschen mal Aufholz hauen und eine kleine Höhlentour machen, mit Koppelfarm und Erze. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüsschen und ciao!